Willkommen zurück zu einer weiiteren Runde Batman Arkham. Was zur Hölle ist das? Die Fledermaus! Knight! Nein, dreht mal um. Ich ramme euch jetzt trotzdem, ja? Nur weil ich's kann. Dreht das Pedal durch! Los! Hä? Was macht die Fledermaus? Das klang eben so gerade so ein bisschen merkwürdig. Gut, machen wir erstmal den nächsten Posten hier hinten. Und schocken noch mal ein paar Soldaten. Ah, hier ist doch übrigens der Posten. Übrigens ging Quick Batman zum Militär. Nicht wahr? Doch, doch. Das war, bevor er überhaupt einen Namen hatte. Ich begann, die Dinge anders zu sehen. Ich dachte, ich könnte was verändern. Dann hat er das Leben vollends verpasst. Ich war halt jung. Und jetzt bist du hier und willst ihn erledigen. Schon lustig, wie es manchmal läuft. Sind ein paar viele. Yep. Batman hat den Knight erwischt. Auf frischer Tat. Und hat ihn einfach gehen lassen. Wenn du mich fragst, ist er mehr, als der Knight je erzählt hat. Aber dem Seilwerfer kann ich hier nicht viel machen. Wäre nett, wenn sich Scarecrow in einer der elenden Anzeigen für den Gasangriff entschuldigt. Hat auch keiner irgendwie was Richtiges hier, ne? Batman ist hier, Angriff! Wie konntet ihr mich denn... Na... Das lief ja super doll. Wollt nur mal kurz meine Option durchgehen. Verfluchte Panikattacken! Verfluchtes Angstgas! Dabei habe ich kaum was abgekriegt. Das ist natürlich noch besser. Weil so kann ich euch ein bisschen besser ausschalten. So, einmal hier rüber. Und jetzt habe ich euch. Ah, Mist. Leider keine Kombi-Punkte mehr gehabt. Ah, komm her. Möchtest du nicht? Nun komm her. So. Nächster Checkpoint. Finito. Mal sehen, wie lange du ohne Feuerkraft auf dem Feld überlebst. Was haben wir eigentlich hier? Moment. Schaue ich mir mal ein bisschen genauer mit der Winde an. Ah. Langsam und. Boom. Warum zur Hölle? Bestes Halloween aller Zeiten. Lass uns ins Kaufhaus gehen und ein paar Kostüme klauen. Hacken kann ich den nicht, oder? Nee. Wie kriege ich den jetzt da drauf? Wow, so hätte ich auch das Tor aufgekriegt. Okay. Weißt du was? Scarecrow, Ivy, dieser Arkham Knight und seine Riesenarmee. Ich verschwinde aus der Stadt. Hilft mir jetzt auch nicht. Ich dich vielleicht die einfach. Miliz macht mir keine Angst. Das ist unsere Stadt. Wir sorgen hier für Angst und Schrecken. Nee, klappt auch nicht. Hm.
Das könnte ich... Der muss auf jeden Fall irgendwie darauf. Harley hat's auf die Fledermaus abgesehen. Gut für sie. Das ist schwer zu sagen. Ah, jetzt ballert mal hier nicht so rum. Kann ich vielleicht das Licht steuern hier hinten irgendwie? Wenigstens ist dieser Ivy tot. Keine panzerzermalmenden, menschenfressenden Pflanzen mehr. Gerade eben hat es mich 10 Minuten gekostet, den Mut zu finden, an meinem Busch vorbeizugehen. Du glaubst, es ist übel? Ich hatte Salat zum Mittag. Hab mich die ganze Zeit gefragt, ob sie ihn zum Leben erwecken kann. Ob er dann aus meinem Bauch herausplatzen würde wie so ein Alien. Ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Also, noch nicht. Es ist noch nicht zu spät beizutreten. Der Pinguin sucht im... Na gut, machen wir mal das nächste. Wir haben nichts mehr. Oh. Wir haben noch nichts mehr, aber zumal 21 von 243. Das wird sehr, sehr lange dauern. Hier haben wir auch noch nicht weitermachen können. Na gut, dann machen wir jetzt erstmal Hauptquest weiter. Die Bezahlung soll auch nicht schlecht sein. Oh, Scheiße! Es ist Batman! Bring uns hier raus! Ach, was? Ich will doch gerade eigentlich gar nichts von euch. Sieht so aus, als läge es jetzt an Scarecrow. Und raus. Der ist es. Keine Sorge, der kriegt uns nicht. Oh. Machen wir alles okay, Jungs? Seht ihr was? Nichts. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Moment, den okay, können wir aber noch mitnehmen, oder? Mist, auf den kann ich nicht schießen. Bin ein bisschen zu hoch. Jetzt? Ich kann Geschütze nicht deaktivieren. Ich sollte es mit dem Distanz-Hacking-Gerät blenden. Okay. Aber ich kann eure Elektrostäbe lahmlegen. Nee. Bin ich wirklich nicht. So, Sunny-Ausrüstung auch deaktiviert. Na komm, die Knarre mach ich nochmal weg. Na dann, auf ins Getümmel. Und zack. So. Du bist nicht der einzige mit High-Tech-Rüstung. Umzingelt ihn! Ich muss jetzt mal die Dicken loswerden. Halt's dem ein! Ich leiste erste Hilfe. Bring wir's hinter uns! Ich hab nur noch einen. So, und weg mit dem Schild. Versuch's noch mal, Fledermaus! Okay. Ach, Mann. So, weg mit dem Scheiß hier. Oh, 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 oh. Kommt schon, schnapp ihn. Ich muss den mit der Waffe treffen. Ach, Mann. War nicht so ganz so gut. Hätte da strategischer rangehen müssen. Es war eine lange Rivalität. Aber nur so konnte sie enden. Und ich war auch, glaube ich, ein bisschen zu übermütig. So ein ganz kleines bisschen.
Ich verstehe von dem Kram hier überhaupt nichts. Ich weiß doch nicht, warum jetzt hier ein Sniper ist, aber okay. Achtung, Batman ist hier! Oh, Mist. So. Wie ist die Drohne kalibriert? Keine Sorge, er braucht nur zu atmen und das Ding wird ihn finden. Und tschüss. Der ganze Uhrenturm ist voll. So, jetzt nochmal. Okay, ersten ist Game Over. So, vergiss es. Oh Mist. Bleibt an ihm dran! Ah, Mann. Der gehört mir. So, der Dicke ist jetzt weg. Vergiss es. Die Waffen müssen weg. Ah, Mensch, ihr kesselt mich hier ein bisschen zu sehr ein. Na. Ja. So, und weg. Rüber. Ah, nee. Du bist nicht der Einzige mit Hightech-Rüstung. Also, alles wieder ganz. Okay, und weg mit dir. Er hat keine Chance. Wow. Ich muss vorsichtiger werden hier. Und die Schilde müssen weg. So, nächsten. Ach, Mann. Weg hier. Komm schon, Mann, steh auf. So. Ach, Mann, der blöde Schnitzer hier. Ah. Wir sind noch nicht fertig. Ach, Mensch. Ah, das sind einmal so viele verschiedene Möglichkeiten, die man dann ansetzen muss. Es war eine lange Rivalität, aber nur so konnte sie enden. Naja, Slate, ich krieg ich trotzdem noch. Aber jetzt stehe ich ja gleich wieder neben dem Sniper. Jedenfalls glaube ich das. Ne, diesmal stehe ich hier oben, okay. Gut. Da. So, Nummer 1. Nummer 2. Wo zum Teufel ist der? Na. Okay, wunderbar. Ja. Na, warte. Gut. Ersten Dicken hab ich. Ah, Mann. So. Ja, dann brech mal. Vergiss es. Lass mich mal ran.
So. Der Dicke ist finito. Oh, oh, oh. Nein. Du kannst mich nicht erwischen, Batman. Was kann ich nicht? Ich glaube, du hast ein bisschen geträumt. Ich sehe alle Knochen. Wieder mit dem Roll. Bring das hinter uns. Und tschüss! Ach, die Schilde, die nerven einfach jedes Mal. So. Na, ich glaube, das klappt nicht mehr. Und tschüss! Ach Mist, war verkehrter. Und gute Nacht. Ich habe hustend ausgeschaltet. Naja, irgendwann. So. Weg damit. Ich hasse Computer. Glaub nicht, dass du gewinnst, Batman. Du kämpfst dich nur immer weiter zu deinem Tod vor. Ich kämpfe mich immer nur weiter zu meinem Tod vor? Meldet euch, wo seid ihr? Baustelle scheint leer zu sein. Ich muss näher ran. Noch näher, okay. Wonach suchen wir eigentlich? So, Drohne gehackt. Was zum Henker machst du da? Du sollst die Drohne steuern! Jemand stört das Signal, ich hab die Kontrolle verloren! Es ist die Fledermaus, er spielt mit dir! Wird er es schaffen? Wo? Wir sind draußen. Ja, wir sehen uns dort. Na? Oh, zwei. Okay. Und tschüss. Wir können nichts mehr. Er ist weg. Seht euch nach Verletzten um. Ah, da ist ein ganz schön großer mit bei. Okay, wenn ihr sowas aufstellt. Hoppala, das war ein bisschen zu weit oben. Eure Pupillen haben sich bereits erweitert, in dem verzweifelten Versuch, in der Dunkelheit etwas erkennen zu können. Eure Muskeln sind angespannt in Vorbereitung auf den Moment, in dem ihr angreift. Das Blut ist aus eurer Haut entwichen, um wichtigere Funktionen zu erfüllen. Vielleicht habt ihr ihn gespürt, den kalten Hauch der Angst. So, wollen wir erstmal gucken hier. Ich muss mich vor den Großen achten. Er kommt aus dem Nichts. Als ob man gegen einen Ninja kämpft. Als ob man gegen einen Geist kämpft. Solltest du überleben, wirst du feststellen, dass die erhöhte synaptische Plastizität es deinem Geist erlaubt, jeden Moment dieses Zusammentreffens in ungewohnter Klarheit abzuspeichern. Ich werde erstmal das Geschütz wegknallen. Das sind pure, perfekte Erinnerungen, kristallisierte Momente der Angst. Ach Mensch! Einmal runter bitte, danke. Das war knapp. Du bist erledigt, Batman! Ein paar von euch. Ja, dann kommt mal her. Eure Hirne werden sich in einen Modus permanenter Angst schalten. Jeden Moment bereit, in Panik zu verfallen. Ey, eigentlich hätte ich ihn treffen müssen.
euch an euer Bettlaken klammern und die kleinen Kinder weinen. Warum kommen da jetzt die ganzen Geschütztypis hierher? Und tschüss. Wie viel wollt ihr denn jetzt noch schicken? Ich wollte eigentlich da wieder hoch und nicht jetzt hier mich mit jedem einzelnen anlegen. Das blöde Geschütz und da drüben steht jetzt natürlich noch eins. Na ja, gucken wir mal kurz. Ah, mit dem Unterbrecher kann ich nicht viel machen. Aber das könnte ich machen. Oder das hier. Damit ihr ein bisschen Ehrfurcht zeigt. Vor euren eigenen Geschützen. Das hilft mir aber gerade null weiter. So, der muss mal blind sein. Wo kann ich dich jetzt nicht... Jetzt. Diese Geschütze sind nämlich total doof. Und weg. Kann jemand Sichtkontakt bestätigen? Nein, kann er nicht. Weil ich eure Geschütze jetzt erstmal ausgeschaltet habe. Gut, dann einmal hier rein. Und da durch. Das war knapp. Oh, jetzt macht nicht einen auf diesen hier, ne? Also... Das ist nicht so gut. Weil ich kriege euch trotzdem. Machtgeschütz ist inaktiv. Und nächsten. So, jetzt sind es nur noch zwei, wenn ich das jetzt richtig sehe. Einer mit, keine Ahnung, irgendwas. Warum hast du ein Wachgeschütz bei dir? Hier ist ein Mann am Boden, helft ihm, ich habe eine Fledermaus abzuknallen. Sieh sie dir an, Batman. Wie sie vor Angst zittern vor der Kreatur. Ich kann den Minigun-Schützen nicht leise ausschalten. Ich muss ihn mit einer Reihe von Treffern erledigen. Wir beide nutzen so. Die Angst für Kleider. Aber nur einer von uns hat sie. Bist du stolz darauf, zu was du sie degradiert hast? Zu heulenden Babys, bloßgestellt durch deine Angriffe. Genau das Gleiche werde ich mit dir anstellen, dunkler Ritter. Noch bevor die Nacht zu Ende ist, werde ich alle Schichten Batmans abtragen. Achso, halt, ich sollte ja nach unten. Aha. Die Server können wieder hochgefahren werden. Die Kontrollkonsole ist im obersten Stock. Na gut. Dann würde ich aber trotzdem sagen, machen wir jetzt hier nochmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.